Was geht ab, meine Pokémon-Trainer, und willkommen zurück! Und ich habe wegen der Richterfunktion danach geschaut, es ist tatsächlich das, was ich im Kopf hatte. Ich habe zwar Gene genannt, ich nenne das persönlich selbst immer Gene, aber das sind die DV-Werte, die Determined Values, und das Höchste am besten ist quasi, was man vererben kann. Also damals XY hat man das quasi so seine Pokémon gezüchtet, da war es quasi, 5 von 6 konnte man auf jeden Fall, also 5 von 6 von den Elternteilen konnte man vererben, und das 6. müssen dann quasi zufällig vererben, also zufällig, wurde dann zufällig ausgesucht zwischen einem Wert von 0 bis 31. Lange Rede, kurz Sinn, quasi was, Moment, das, wenn ich es euch zeigen darf, ein Pokémon kann auf jeden Statuswert eben ein Determined Value, ein DV von bis zu 31 haben. Gucken wir das Ganze hier an, und sensationell heißt sie jetzt an der Stelle. So, folgendermaßen. Sensationell, so wie bei Pikachu. Pikachu hat jetzt auf jeden Wert sensationell. Und sensationell steht für 31, Freunde. Und dann geht es immer runter. Gut, fantastisch und so und so und sofort. Fantastisch sollte sein. Also, ich habe jetzt die ganzen Werte nicht genau drauf. Ich habe gerade nachgeschaut. Aber wie gesagt, sensationell ist eben 31. Das ist das Maximum. Und fantastisch sollte sich so von irgendeinem Wert bis 30 bewegen. Und dann geht es immer so runter, was die Begriffe heißen. Ihr könnt das alles nachlesen, Freunde. Auf Pokéfans oder PokéWiki zum Beispiel. Aber ja, deswegen habe ich gesagt, Pikachu an der Stelle rigged, hat alles auf alles einfach 31. Nicht schlecht. Aber umso erstaunlicher, was mein Glutext so hatte. Ah, auf Initiative sensationell nur. Okay, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Egal. Sehr gut. Okay, 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 kann man ja. Wie gesagt, das ist aber alles so für PvP. Das ist sowas, Freunde, sowas erwähne ich einfach nur, um es quasi selbst aufzufrischen oder vielleicht, dass der ein oder andere mal gehört hat. Aber sowas braucht ihr bei allem Respekt nicht drauf zu achten für die Story. Auf gar keinen Fall. Die Story schafft ihr auch so. Aber gut, Ziel für heute? Weiß nicht, Freunde. Obwohl. Diktatunnel wollen wir auf jeden Fall mal uns ganz kurz anschauen. Und dann sollten wir uns aber auch langsam bewegen zu... nach Lavandia. Oh mein Gott, darauf hätte ich... Misty! Natürlich habe ich Major Dreck besiegt. Häuschen? Ey, dankeschön, ey, nett von dir, Misty. Ja, okay, verstehe ich. Dickdaule, die ganze Nähe, wenn du willst, zeige ich dir gerne den... Oh, ich wurde tatsächlich dahin. Lol, Misty, okay, was geht jetzt ab? Misty will ein Date mit uns. An der Stelle. Ach so, du willst gar nicht mitkommen. Du wolltest mir nur die Höhle zeigen. Nett. Okay. Wie nett? Dann schauen wir mal. Oh, was geht mit dir? Ja, der Diktaule, Freunde, wurde von der Diktas gegraben, sag ich mal. Diktaule ist ganz nice. Wir gehen aber. Lol. Cool. Alter, wie süß. Wie gut die das mit Diktar gemacht haben. Ich habe legit Gänsehaut bekommen. Weil die sehen halt echt so aus, als wenn sie quasi so im Boden, ja, so wie Dikt auch, aus dem Boden heraus schauen oder graben oder whatever die Diktas da machen. Aber das haben sie echt gut hinbekommen, ehrlich zu sein. Es gibt ja auch Diktri, sollte es geben, also früher war es so. Die erscheinen zwar selten, aber ein Dikt erfahren wir jetzt auf jeden Fall noch auf dem Rückweg. Was war das? Ah, okay. Hm. Aber gut, wo ich hin will ist, wir können jetzt quasi, wir sind jetzt da bei Marmoria City sein. Und zwar können wir dann ganz kurz mal ins Museum. Dort Zerscheider einsetzen, hier runter können wir dann auch quasi gleich. Hier, guck mal, das war ich, Zerscheider einsetzen einmal, genau. Was ist Zerscheider? Jetzt haben wir Geheimtechnik. Also, wenn ich Zerscheider sage, dann meine ich quasi die Geheimtechnik. Okay. Ist doch mega, dankeschön. Und zwar sind wir wieder in Marmoria City, aber ich will mal hier nach hinten, genau. War ich eigentlich schon in diesem Haus? Hallo? Sicherlich ja. Anyway. Okay, und zwar... ja, genau, will ich mal nach hinten rein, weil da sollte man eigentlich Aerodactyls Fossil bekommen. Und irgendwann haben wir auch Zerscheide vergessen. Ah, oben bei der Nuggetbrücke. Aber da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Falls unser Weg natürlich kreuzt oder wir da zufällig hin müssen, dann schaue ich auf jeden Fall vorbei. So. Bitte. Es sind noch so vieles, das wir nicht verstehen. Gerade deshalb dürfen wir unsere Forschung nicht aufgeben. Ja, sehr okay. Ja, ist recht. In unserer Ausstellung befinden sich äußerst seltene Fossilien urzeitlicher Pokémon. Und hier ist nämlich eins. Ganz geheimnis für mich behalten, ich glaube, diesem Stück Bernstein sind konservierte Pokémon-Gene enthalten. Es wäre eine Sensation, wenn man diese Gene dazu nutzen könnte, das Pokémon wieder zum Leben zu erwecken. Ich mache das, aber meine Kollegen hier glauben mir nicht. Sie nehmen mich nicht ernst. Deshalb habe ich eine große Bitte an dich.
ich möchte, dass du diesen Bernstein für mich zu irgendeinem Pokémon-Labor bringst und ihn dort untersuchen lässt. Werde ich machen, sobald ich auf der Zinnoberinsel bin. Dankeschön. Und daraus können wir dann uns quasi Aerodactyl holen. Hallo, ich bin mit dir. Ja, weiß ich, was ein Bernstein ist. Soll irgendwo in ein Labor geben, in dem man großartige Experimente mit Bernstein durchführt. Mit dem darin eingeschossenen genetischen Material sollen eigentlich Pokémon aus der Ultra wieder zum Leben erweckt werden. Ja, Aerodactyl, by the way, das Pokémon auf dem Post hier. Es ist, finde ich, ein sehr cooles Pokémon. Hat auch eine Mega-Entwicklung bekommen. Okay, ja, genau. Und jetzt gehen wir mal noch... Oh, lol, hier kann ich runter, ja. Also, ist schon nett mit Snobilikat, aber jetzt überleg mal, wie das mit Arcani aussieht. Oh mein Gott. Aber Snobilikat ist auch krank. So eine persische Katze einfach. Richtig sick. Genau. Und dann gehen wir noch kurz runter. Gucken danach. Hallo? Ja, willst du mir Blitzer geben? Achso, ne. Blitzer sage ich. Blitz. Blitz. Blitz hieß. Blitz sollte das heißen, ja. So, jetzt. Ah, jetzt Blitz ist auch jetzt eine Geheimtechnik. Okay. Machen wir den Raum dunkel. Genau. Konzentration. Ich weiß, eins mit einer Umbegebung. Einmal tief durchatmen und jetzt fühlt ich den Raum vor meinen inneren Augen mit Licht. Bide? Okay, ja. Was ist neue Haki? Ist das neue Haki-Stufe oder was? Pikachu, bring das mal Pikachu bei. Ja, jetzt geh mal her. Ja, jetzt geh mal her, jetzt ist mal Pikachu das beibringen. Und auf geht's, Pikachu. Da, GG. Lichtflut hier. Hat Blitz an der Stelle. Ja. Abgelöst. Was machst du da, Kleiner? Felszone, richtig. Aber damals bei der Felszone sind wir auch ohne Blitz durchquert. Ja, da sind wir einfach, haben wir uns am Rand bewegt oder ich quasi. Und dann habe ich meine Homeboys da durchgeführt. Oh, weiß nie. Ja. Er will mich wahrscheinlich direkt zum Felstunnel bringen. Ich habe aber noch keinen Diktor gefangen. Eigentlich würde ich gerne Diktor fangen und hier unten nachgucken. Aber komm, bring ich mal hin. Ah, jetzt hätte ich doch einen Diktor fangen sollen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass uns Arsene direkt dahin bringt. Ja, genau, richtig, siehst du. Ja, okay, dann werden wir da später mal auch auf jeden Fall reinschauen. Okay, Arsene, dann sieht man sich. Danke dafür. Aber es finde ich nice. Es geht einfach wesentlich schneller dann so. Weil ich trödel ja eh ein bisschen rum und dann geht's ein bisschen schneller so. Aber aggressiv. Was? Ibitak? Was? Ibitak, komm her. Komm her. Siehst du, es kommt schon. Du musst nur richtig wie das Pokémon sein. Du musst eins mit dem Pokémon sein. Geil, ohne Spaß, geil. Oh ja, aber jetzt bewegt sich auch hin und her. Etwas ruhiger wird es. Leichter zu fangen. Wird die Chance bei deinem Erfolg etwas ein Item zu halten. Okay. Können wir mal das hier leichter fangen. Einsetzen. Oh Gott, das bewegt sich auch perma hin und her. Aber. Nice. Ibitak finde ich geil. Ibitak finde ich richtig geil. Level 20 entwickelt sich auch. Also ganz easy eigentlich so mit Habitak. Wenn man einen Habitak fängt. Und auf Level 20 einen Ibitak direkt. Text erreicht Level 20. Shilock ebenso. Nice. Boah, seht ihr schon, ne? Riesiges Pokémon, aber gut. Bodycheck, hey. Okay. Haben schon gut Erfahrung bekommen. Bodycheck war wie viel? 90. Lernt selbstverletzt, Egesam, Schlafpuder, Giftpuder. Eigentlich. Soll ich den Bodycheck beibringen? Ich weiß nicht. Aber man kann schon den kranken Kombo spielen. Gegner einschlafen, Egesamt draufsetzen. Giftpuder dann, nachdem es aufwacht.
Oder Egelsamen und Giftpuder. Schwierig. Lass mal das Schlafpuder wegmachen. Ja, komm. Dün, dün, dün. Okay. Hey, cool. Wir haben viel Erfahrung bekommen, sag mal. Wir sollten öfter Pokémon fangen, merken wir gerade. Subika gerade zu früh. Ja, können wir auch geben. Offenlegung, Zartag, Mogenlieb. Ja, obwohl, lass mal. Nein. Okay, cool. Ibitag, wie nett, sag mal. Geil, schön geil. Ibitag ist geil. Ist auch einfach so runtergeflogen ist, ne? In Duran kommst du, willst du auch runter? In Duran? Oh, süß. Da muss ich muss auf jeden Fall da hoch. Ich muss auf jeden Fall mal da hoch. Ist geil. Was hast du gesagt? Leichte Beute oder was? Amelie. Okay. Evoli, hey. Mei! Ivi! Oh mein Gott, hast du den falschen Gegner ausgesucht? Hey, was war das? Warum ist der jetzt Pikachu? Kammer feuert euch an! Wie bitte? Warum? Angriff vom Detekt steigt, Verteidigung steigt, Spezialangriff steigt. Einfach so! Einfach so! Neue Mechanik. Einfach so. Legit einfach so. Nicht schlecht. Krass. Krass. Volltreffer, okay. Sternschauer. Das ist aber krass. Einfach so, ne? Oh, Evoli. Shit. Schon traurig, wie die drauf gehen, ne? Taubrelle 25, Wirbelwind. Ah, muss nicht sein, muss nicht sein. Wir müssen niemanden auswechseln oder so. Du, Flor, ey. Nee, wir bleiben auch drin. Ha, wie verratzt. Absorber, okay. Okay, yeah, rock. Du Floor. Du bist aber stark. Oh, Junge. Okay, Amelie, dann schon. Oh, Lord, Moment. Okay, da können wir eigentlich runter. Dann können wir auch gegen ihn kämpfen direkt. Super Tag. Nice! Nice, nice, nice. Und dann kämpfen wir mal gegen unseren netten Boy hier, unseren Wanderer. Aber Blackbeard. Wie der lacht oder so. Blackbeard, keine Ahnung. Dimitri, ey, hast dich verlaufen, re? Was geht's? Onyx, oh, okay. Ein Onyx aus Griechenland an der Stelle. Einmal eingraben die den. Raserei. Volltreffer. Ah, er verfällt eine Raserei. Oh oh, das ist sehr effektiv gegen Glutex. So, raus mit dir. Tauboga rein, trifft uns nicht, weil es ein Flug-Pokémon ist. Tactics. Schnell raus. Und Tauboga rein mit dir. Au! Das hat keine Wirkung auf Tauboga. Er hält jetzt. Was ist los mit dir? Oh! Okay, geht ja noch. Geht ja noch. Au! Okay, jetzt Tauboga, mach kein Käse. Muss jetzt schon umhauen. Nice, okay, nice. Ciao, nix. Es gibt leider nur die Pokémon aus der ersten Generation, Freunde, plus ein weiteres neues Pokémon. Ja, Meltan, falls ein oder andere noch nicht kennt.
Und deren Alola-Form von den ersten Regionen. Mehr gibt's nicht. Deswegen gibt's kein Stalos leider. Und zwar. Ibiza? Oh. Groß Ibiza. Kann man eigentlich fangen. Oh, Nidorino. Oh. Nidorino. Geil. Mit Mondschein gibt's für Nidoking. Aber er weiß, ob es geändert wurde, wenn man quasi dann Nidorino mit Mondschein entwickelt, dann erlernt es nicht so viele Attacken als Nidoking. Ich glaube nur noch ein oder zwei. Das eine wurde wie gesagt geändert. Das hat mich nicht schlau gemacht. Weil so zu jedem neuen Spiel werden immer ein paar Sachen geändert. Genau. Nice. Sehr schön. Artig. Artig Nidorino. Cool. 187 Erfahrungspunkte haben wir bekommen. 187. Was kriegen wir von Ibitak? Ibitak, wo bist du? Ibitak, komm wieder her. Nice. Riesig jetzt. Bleib so stehen. Oh no, oh la, ey, oh Mann. Ah. Es geht wieder los. Kannst du mal bitte irgendwo stehen bleiben, Ibitak? Damala. Danke. Und? Come on, Ibitak, mach keinen Käse. Junge, ich werde so dankbar sein, wenn ich Hyperbälle kaufen kann, ohne Spaß. Ich kann es kaum erwarten, wann ich Hyperbälle kaufen kann. Nein, nein, das muss jetzt nicht. Komm her, muss dich vermöbeln. Lauritz! Pass! Glutexo! Ein Glut, let's go. Level 19, sollte klappen, hoffentlich. Runde 7. Mein Käfer-Pokémon. Oh. Nidoran weiblich haben wir noch gesehen, aber. Ah, Nidorino haben wir schon eins. Wenn wir jetzt mit dem weitergemacht hätten, wenn wir immer und immer wieder den fangen, Freunde, dann erhöht sich, wenn wir eine Fangserie, eine Kette bilden. Oh, aber nur ihn fangen, ja. Wir dürfen. Zwischendurch können wir andere Pokémon begegnen, aber wir dürfen sie nur nicht fangen. Dann erhöhen wir die Fangkette, die Shiny Chain, sag ich mal. Und ab 31 erhöht sich dann die Chance nicht mehr. Also die, ja. Und ab dann kann man quasi immer das voll gechillt am Pokémon Let's Go Pikachu. Immer rumlaufen. Und dann siehst du ja schon, ob das Pokémon shiny ist oder nicht. Du musst nicht gegen das direkt kämpfen. Sondern du siehst es ja von der Erscheinung, weil wir die Pokémon sehen in der Außenwelt. Ob es shiny ist oder nicht. Da gibt es auch, natürlich kann man noch den Shiny Pin hinzunehmen oder diesen. Ich glaube, das mit dem Parfüm hat auch irgendwas damit zu tun. Und dann kommt man auf so. Höchstens, dass ein Shiny dann droppt von dem Pokémon quasi, mit dem man das gemacht hat, diese Kette. Ich glaube, es, was habe ich gestern gelesen, 0,3% so, LR Rate so, 0,3, 0,38, 0,39, irgendwie sowas, aber höher auch nicht. Also deswegen, Shiny zu treffen ist sehr, sehr selten, Freunde, sehr, sehr selten. Und man kann es echt glücklich schätzen. In die Kommentare, Freunde, welches Pokémon war euer erstes Shiny Pokémon? Meines war auf der Kristallversion vor dem Magnetwerk, hieß er Magnetwerk, ein blaues Voltoball in der Kristalledition. Und das habe ich dann rübergetauscht und es, das wusste ich nicht. Dann, das war damals nämlich so, wenn ihr Shiny Pokémon tauscht, dann sind sie auf der anderen Edition nicht Shiny. Also, so, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich ein blaues Voltoball hatte. Als ich es getauscht habe, war es einfach wieder normal und ich dachte mir, GG, geh zum FG. Aber ja, euer erstes Shiny-Pokémon, Freunde, lasst es mich wissen, auf jeden Fall. Rudolf! Boah, drei Pokémon hat er am Start. Der will es halt wissen. Boah, Kleinstoll.
Der wird's halt wissen. Tarnsteine, oh je. Wenn wir Pokémon einwechseln, dann kommt Schaden. Tarnsteine war wirklich ein XY damals. Es hatte fast jedes Pokémon. Was ist fast, aber es waren viele Starter-Pokémon, die man PvP in den Kampf gesetzt hat. Den hat man gerne Tarnsteine mitgegeben, weil es halt fett viele Pokémon kontert. Vor allem, wenn das Gegner-Pokémon zum Beispiel ein Glurak war. Weil dann hat der. Oh, hey. Dann hat der vierfach. Also der Schaden wurde vierfach erhöht. Wegen Feuer ist er effektiv gegen Feuergestein und gegen Flug auch. Hat er eine Vierfachschwäche gegen Gestein. Das hat man gerne mitgenommen. Tarnsteine. Geiler Opener, sag ich mal, war das. Aber dann hat es Dinge auch gegeben. Das habe ich dann gerne gespielt. Als Konter. Nämlich Pokémon Turbodreher. Und ich habe da benutzt mein Forstelka. Das war geil. Forstelka. Das war geil. Geduld. Ja, deine Geduld wird nicht so lange reichen, sag ich mal. Deine Geduld wird nicht so lange reichen. Hättest du was anderes überlegt. Ciao. Gigi. Kleinschein wieder. Okay, nice. Schillock hat das. Wahrscheinlich so. Bam. Nice. Okay, sehr schön. Dann heilen wir unser Grotexo und dann geht's weiter. Die Medizintasche. Grotexo. Bilbit. Bilbit. Dankeschön. Das sieht doch schon mal ganz gut aus mit dem Pokémon, ne? Wir haben schon auf jeden Fall ein gutes Level. So, jetzt warte mal, wo geht's noch? Da waren wir. Okay, hier geht's weiter. I guess. Yes. Bow. Lavandia, nach Lavandia will ich auch auf jeden Fall. In Lavandia-Turm, Freunde, das wird traurig, das wird traurig, sage ich euch. Grusig und traurig. Morizinho! Selbst Sandalan, let's go. Sandalan gibt's auch nur im Pokémon, let's go an der Stelle. Radikal, let's go. Ja, lass mal Shilock drin, lass mal Shilock drin. Wow. Ah ja, super Zahn. Verringert unsere Kraftpunkte, die wir haben, zur Hälfte immer. Wenn er Superzahn macht, dann ist es kein Problem mehr, okay. Ja, und Superzahn kann halt kein Gegner besiegen an der Stelle, so. Danach werden wir auf 3 HP und dann auf 1. Oder 2, je nachdem. Ob es ab oder auch aufgerundet wird. Wer ich bin? Der Ozaru. Chris! Ah, jetzt Chris. Dick da, okay. Wen haben wir draußen? Wir haben, glaube ich, Glutexo immer noch, oder? Ja. Yeah. Wo
wird euer Boy langsam müde. Ich kann mir direkt auswechseln. Auf dieser Klasse, let's go. Schon rein mit dir. Wie der immer da reingeflogen kommt und wieder grusig nach hinten schaut. Ohne Witz, Pikamau, der ist total am Eskalieren. Bam. Okay, nice. Guck mal. Warum? Hör auf! Hör auf ohne Spaß, hör auf ohne Spaß. Ey. Keine Ahnung. Keiner weiß das jetzt. Naja. Okay, jetzt mal aufpassen. Nice, 5 Pokebälle. Nice. Ah, wo sind die Hyperbälle? Oh. Lol? Hä? Scheint das laut. Achso, ich rede mit Subilikat, wenn ich einfach A drücke. Ah, verstehe. Ah, okay. Ey, die dran männlich, haben wir noch keins gefangen. Let's go. Ow. Ist geil. Wenn er jetzt ausbricht. Vielleicht müsst ihr den Pokémon ein bisschen Angst machen. Dann bleiben sie in ihren Bällen. Okay. Super Trank. Super! Sollten wir langsam, aber. Moment. Geht's hier? Ne, von da kamen wir, richtig? Guck mal, bis wo ein Radfratz kommt. Ich finde das so geil. Oh, lol. Ich finde das so geil, wie die mit den Pokémon da hantieren, dass sie im Freien sind. Ich finde das echt geil. Vor allem so fürs Shiny-Hunten oder an sich, wenn du ein Pokémon gezielt fangen willst, macht es so einfach, das Pokémon da zu fangen. Mankey! Agilität muss nicht unbedingt sein. Nee. Schwarzgurt. Gegen die haben wir auch nicht gekämpft? Nee. Oh, ich weiß nicht, was da unten gibt. Ob ich da mal runter sollte, ob ich... Nee, ich komme da... Ah, nee. Da müssen wir nicht runter. Da kommen wir wieder da zu dem Wanderer. Genau. Kommen wir wieder da zu dem Wanderer. Ilona! Goldini. So, unser Glutexo schreit nach Hilfe, also packen wir dieser Knasp raus. Weißt du warum? Aber immer wenn ich dieser Knasp sehe, muss ich an Smash denken, wegen dem Trainer, Pokémon-Trainer. Der hat ja auch dieser Knasp wieder am Start. Yeah, Pokémon wechseln.
Pikama. Oh je, dieser Knosp hat auch wenig Leben jetzt. Schala. Im Matrosen-Suit, yeah. Bin echt gespannt, was wir noch alles für Klamotten bekommen. Vor allem für unseren Charakter so an sich. Da kann man echt eigentlich viel machen. Da kann man echt viel machen eigentlich. Oh, was geht jetzt? Und ciao. Pikachu ist wieder gruselig am Start. So, darunter geht's quasi. Wie ist das? Magnetwerk? Irgendwas. Oh, Elektrowerk. Ich hab's vergessen, wie das. Ich hab vergessen, wie das hieß da unten. Oh, Ibitak. Guck mal, wie geil das aussieht, dass einfach ein Ibitak da rumfliegt. Das ist so geil, jetzt überlegt man, wie, überlegt man. Wir sehen dann Giratina oder so später. In, oh, Superlock Parfüm. Wenn da so ein einfach Giratina vor dir steht oder so ein anderes großes Pokémon. Regigigas oder sowas. Hey, hey. Okay. Was? Zu viert? Ja, geschieht euch recht. Geschieht euch recht. Zu viert. Oh! Wer bist denn du, Lady? Ja! Das ist die von der Top 4. Ihr rottet euch zu viert gegen einen einzelnen Jungen zusammen. Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich einmischst, machen wir dich auch fertig. Oh, die Musik. Ich übernehme die drei hier drüben. Und den Hampelmann. Überlass ihn mir. Geil! Das ist eine geile Zwischensequenz. Das ist geil. Das haben die richtig geil gemacht. Oh mein Gott. Das haben die richtig geil gemacht. Aber, Glutexus, der ist wieder geheilt worden. Für nice. Glutexus braucht echt mal eine andere Feuerattacke. Wirklich. Bam. Oh, die haben das geil gemacht. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber sobald sie es sagen, wird es mir natürlich dann direkt einfallen. So, kennt ihr das? So, es lag einem auf der Zunge, legit. Professor Eichmäßig. Okay, jetzt Problem ist... Oh, perfekt, hat verfehlt. Bam. Ah! Knirscher, oh je. Warum geht's weg so? Ja, nice. Cool. Nice. Die Sequenz war übel geil, fand ich. Wir bringen wieder das nur dem Boss bei. Ja, wie ihr das dem Boss beibringt. Du bist doch nur ein Kind, wie kannst du so stark sein? Hau ab, du Hampelmann. Wir waren zu viel und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Natürlich nicht. Deine Eisbogen sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Ah? Lorelei. Ich bin Lorelei von der Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch in Eiszapf verwandeln. What? So wie eure Pokémon. Aggressiv. In dem Fall Rückzug. Raus mit euch. Lorelei, my lady. In dich hat ein talentierter Trainer. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe. Du sammelst also die verschiedenen Arenen. Yeah. Was tun wir? Wir sehen uns doch. Ja, wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. Ade, Masche. Ja, gut, Freunde, dann würde ich sagen, das ist doch wirklich ein guter Part, um hier Schluss zu machen, nachdem wir Lorelei getroffen haben. Lorelei! Sind dann kurz vorm Feldtunnel. Also im nächsten Part machen wir uns dann auf den Weg nach Lavande City. Lass uns unsere Pokémon hier noch heilen. Und dann, wie gesagt, ja, genau, dann sehen wir uns dann. Im nächsten Part wird dann quasi unser Ziel sein, mehr oder weniger. Ja, Feldtunnel sollten wir überqueren, um in Lavande City gut anzukommen, sage ich mal. Und ich bin echt drauf gespannt, ob noch das ein oder andere neue hinzukommt. Weil das war zum Beispiel neu mit Lorelei und richtig geil, fand ich. Anyway, Freunde, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.